Ich glaube, ich kann mit großer Nüchternheit sagen, dass das Europäische Parlament in Europa das Parlament ist, das am deutlichsten, lautesten und wirkmächtigsten seine Stimme erhoben hat gegen die Verbrechen, die China in Xinjiang begeht. Ich glaube, es hätte ohne die Rolle des Europäischen Parlaments, zum Beispiel die insgesamt betrachtet sehr schwachen Sanktionen, die im letzten März gegen die vier Personen und die Pinguan verhängt wurden, wovon Adrian selbst geredet hat, nicht gegeben. Und jetzt das Merkwürdige. Das Europäische Parlament hat sich nie über die Frage zerstritten, ob wir jetzt Völkermord sagen oder nicht Völkermord sagen. Sondern das Europäische Parlament hat sich darauf konzentriert, praktische Schritte einzufordern gegen diese verdammte Praxis. Und einige von uns sagen, es ist Völkermord, und andere sagen, wir nutzen den Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So wie es zum Beispiel auch Human Rights Watch tut. Und wir wären verrückt, wenn wir so eine Debatte ins Zentrum rücken würden, welchen Begriff wir benutzen. Weil es nicht darum geht, ein juristisches Seminar zu gewinnen, sondern weil es darum geht, zu mobilisieren. Und es hat offenkundig unbestreitbaren Völkermord gegeben, zum Beispiel Ostafrika, ohne dass irgendjemand, der formal dazu verpflichtet gewesen wäre, irgendwas dagegen unternommen hätte, weil eben die formale Verpflichtung gegen Völkermord etwas zu tun, in der realen Politik im Zweifel nichts zählt, wenn es niemand gibt, der Druck macht. Deswegen versuchen wir, Druck zu machen. Und für mich ist deswegen im Zentrum dieser Debatte nicht jetzt eine Begriffsklärung. Und ich bin dem Adrian Senz für seinen Versuch der Begriffsklärung dankbar und will es überhaupt nicht runtermachen. Aber für uns ist das nicht das Entscheidende. Wir sagen Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dabei ist mir eines wichtig. Man soll nicht so tun, als wäre die Haltung unaufrichtig, nur wenn man nicht das jeweils schlimmste Wort verwendet. Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist aus meiner Sicht kein minderes Verbrechen. Es ist nicht etwas, wo ich sage, dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Also wenn es noch kein Völkermord ist, ist es ja nicht ganz so schlimm. Ich finde das furchtbar. Und deswegen ist mein Appell, sich zu konzentrieren auf das, was man tun kann. Und da habe ich ein paar Punkte, die für mich im Zentrum stehen, die zum Teil schon angesprochen wurden. Erstens, es gibt nach wie vor Länder, wir haben Auslieferungsabkommen. Es gibt 10 Länder in der EU, die Auslieferungsabkommen haben in der Volksrepublik China. Ich finde, wir brauchen eine Kampagne gegen diese Auslieferungsabkommen. Wir machen das von IPAC, der Interparliamentary Alliance on China. Und auch noch eines. Frontline Defenders macht das. Andere machen damit. Ich finde, das ist eine wichtige Sache. Das würde schon mal ein paar Leuten vielleicht das Leben nennen. Das Zweite ist, das hat jetzt Barbara angesprochen, mit der Rolle der Wirtschaft. In Amerika gibt es ein Uyghur Forced Labor Prevention Act. Danach darf kein Produkt auf den amerikanischen Markt eingeführt werden, bei dem der Importeur nicht nachweisen kann, dass keine Zwangsarbeit drinsteckt. Sowas haben wir in Europa nicht, aber sowas brauchen wir in Europa. Die Kommission hat versprochen, einen Vorschlag zu machen. Aber dieses Versprechen steht so lange auf wackeligen Füßen, solange es keinen massiven gesellschaftlichen Druck dafür gibt. Weil es gibt natürlich auch Gegenbewegungen, die das nicht wollen. Also unangenehm. In Amerika ist das für die Unternehmen sehr unangenehm, dass sie ihre Tomatenpaste und so weiter nicht mehr einfach so einführen können. Und ich
glaube, an den zwei Stellen könnte man das konkretisieren. Was wir dazu beitragen können, dass es nicht einfach weitergeht und wir uns dann sozusagen händeringend an den Rand stellen und beklagen, was in China ist. Ich glaube, es ist überhaupt nicht so, dass wir uns einbilden können, wir könnten China leicht verändern. Von außen. Aber wir können Bedingungen schaffen, unter denen die internationalen Kosten für China sehr, sehr groß werden. Und wenn wir es schaffen, dass die internationalen Kosten für China sehr, sehr groß werden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht das dann doch das eine oder andere geändert werden kann. Und deswegen würde ich sehr werben für diese pragmatische Orientierung, wie wir es im Europäischen Parlament haben, und würde mir wünschen, von der Regierung wie von der Opposition in Berlin, dass sie an den zwei Baustellen systematisch arbeiten, dass diese Sachen von Deutschland aus in den Europäischen Rat getragen werden und dort unterstützt. Mir wurde genehmigt, ganz kurz darauf zu reagieren. Ich stehe diesen Aussagen sehr sympathisch gegenüber. Sehr, sehr sympathisch. Und wenn jeder diese Einstellung hätte, bräuchte man vielleicht gar keine Völkermordskonvention. Man bräuchte gar nicht diese Dinge. Ich sehe das auch so. Es ist weniger ein Streit um Begrifflichkeit. Aber da es ja schon die Konvention gibt und da Staaten, die unterzeichnet haben, das Europäische Parlament zum Beispiel ist ja kein Unterzeichner der Kommission, dieser Konvention, hat von daher auch nicht diese Verpflichtung, kann sich von daher auch völlig aus der Diskussion raushalten. Aber für mich ist diese Konvention von 1948 ein weiteres Mittel, um Druck, Verantwortungsdruck auf Staaten auszuüben, die diese Konvention unterzeichnet haben. Dass die, und wie Herr Bütikofer richtig gesagt hat, in der Realpolitik hat das sozusagen eigentlich keine Rolle gespielt. Das liegt aber an dieser Denk- und Herangehensweise. Diejenigen, die sich mit Völkermord beschäftigen, wie das Uiguren-Tribunal zum Beispiel, weil das so umfassend ist, beschäftigen sich dann sehr intensiv mit diesem Tatbestand, laden Zeugen ein und so weiter. Allein dieser Untersuchungsprozess würde unglaublich viel Datenmaterial schaffen. Das hat man an dem Uiguren-Tribunal in London gesehen. Da wurde unglaublich viel neues Material geschaffen. Und ich denke, es ist einfach ich stimme dem zu, dass wir sollten uns nicht irgendwie verrennen in Debatten, wo man dann weniger tut. Es geht darum, was getan wird. Für mich ist die Konvention eine weitere Methode, Druck auszuüben, Verantwortung groß zu schreiben und das Thema hochzubringen. So sehe ich das persönlich, aber ich habe das jetzt auch eher wissenschaftlich beleuchtet. Die Politik ist dann die Politik, die kann sich dann informieren.